Positionen her geändert. Bei Tachating aktuell schießt Moritz Wieser, genau. Die Kathi Bauer und der Felix Wieser. Das heißt, dass jetzt der Johannes Meyer ausgewechselt jetzt, oder? Ja, nicht mehr schießt. Genau, wurde ausgewechselt mit Kathi Meyer. Gegen Kathi Bauer. Kathi Bauer, okay. Es kann natürlich sein, dass der Johannes Meyer etwas schlechter geschossen hat als sonst oder er einfach nicht das Gefühl hatte, dass jetzt halt nochmal imstande ist, das jetzt halt nochmal sehr gut zu schießen. Und jetzt halt fängt auch der nächste nächste Match gleich an. Die Leute motivieren die Schützen wieder einmal. Ja, sind schon gespannt und darauf. Moritz wieder auf Nummer 1. Ja, man hört es wieder im Hintergrund schon. Applaudieren die Fans. Das ja, sieht man jetzt nochmal beim Ausziehen. Sitzt der Anker jetzt drin. Ganz entspannt und ruhig. Toller und Schuss. Ah, eine 10. Mitten super. Rein, also wirklich toller super. Schuss von Moritz. Hammer. Bin gespannt, was das nächste war. Merkt auch, vorhin hat er noch in der Mitte geschossen. Jetzt wurde scheinbar gegen unten, nach unten ausgewechselt. Ah, ja, stimmt. Vermutlich gegen den Johannes Meyer. Ebersberg hat aber auch eine 10 geschossen. Na, es war ein 9 hoch jetzt. 9 ganz schön knapp jetzt, aber okay, eine 19 ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ebersberg hat jetzt auch mit einer 9 nachgesetzt, also Gleichstand wieder für beide Teams. Jetzt schießt Kathi Bauer, auch eine auswärtige Schützin, genauso wie Johannes Meyer. Mhm. Sehr gut, also hochklasse. Kathi, soweit ich weiß, kommt sie aus Raublingen. Aus der Gegend müsste sie kommen. Wie gesagt, schießt genau wie der Meyer Johannes aus extern für den FSG Tachating. Ja, damit sie auch mal die Möglichkeit haben, in der Bundesliga schießen zu können, weil sie selbst sonst keine Bundesliga-Mannschaften haben. Und jetzt war das wieder ein Zehner. Zwei Zehner hat sie geholt. Jetzt ist natürlich Schluss sehr gut. Noch der Felix dran. Exakt in die Mitte gegen diese Zehner. Es wird spannend, was der Felix Wieser nun schießt. Aber eigentlich ist es ein sehr guter Schütze, dementsprechend sollte es kein Problem sein, diesen Satz für sich zu holen. Ah, es war eine 9 oder eine 10? Ich kann es nicht ich genau würde sagen. Fast sagen eine 10. Eine 10? Also das könnte eine Schiedsrichterentscheidung werden. Das wird spannend. Tolle Technik sieht man hier nochmal beim Felix. Der Timer läuft schon ab. 5 Sekunden. Bei 5 Grad Sekunden noch geschossen und noch eine 10. Super. 59 Ringe, für den FSG Tachating zu 52. Mit großem Abstand. Somit, Abstand 2-0 gewonnen. Super Sache. Die Fans applaudieren schon wieder und jubeln. Und dann sieht man wieder, dass der nur leicht angerissen ist, vermutlich der linke untere Pfeil. Und so knapp werden können. Genauso wie der rechte obere auch. Das dürfte wahrscheinlich dann wieder eine Entscheidung werden. Zwischen 9 und 8. Aber in jedem Fall, der Satz ging jetzt an Tachating. Ja, weil Ebersberg hat er eine 7 auf der rechten unteren Auflage geschossen und somit jeglichen Chancen fast schon verspielt, würde ich sagen. In diesem Satz auf jeden Fall. Man warten mal den zweiten Satz ab. Ja. Das ist der drittletzte, müsste das ja sein. Ja. Und dann schauen wir einfach mal. Wer jetzt ja schlussendlich den als Sieger rausgeht. Gerade eben werden alle Ergebnisse noch notiert. Ja, es wird natürlich auch noch handschriftlich dann aufgeschrieben und nicht nur digital über ganz die genau, also Spotter erfasst. Wir oder die Spotter, die Ergebnisse ja alle aufschreiben, das dient natürlich als vorläufiges Ergebnis und natürlich als Anzeige für alle final. Zuschauer hier, damit die genau wissen, was denn los ist. Aber das, was final dann feststeht, das zählt dann auf dem Papier, was dort geschrieben wird. Und da werden auch Ausbesserungen vorgenommen. Am Ende müssen natürlich noch die Schützen von der Mannschaft, die schießt, und auch von der Gegnermannschaft einer auf dem Schusszettel unterschreiben. Gegenseitig und müssen sie dann sozusagen validieren, dass es auch wirklich richtig ist und so gewertet werden kann. Jetzt sieht man schon, dass Tachating gegen Ebersberg 2-0 vorne liegt. Und somit können sie entspannt in den nächsten Satz gehen. Und unter Umständen schon ihr vorletzten schießen. Also man merkt richtig, dass der Trainer eine extrem gute Stimmung jetzt. Die Stimmung ein bisschen anheizt. Jetzt wird nochmal konzentriert für die letzten paar Schüsse. Und der Trainer gibt auch nochmal die letzten Tipps gegeben.
und überlässt jetzt die Schützen dem Schießen. Eversberg ist auch noch beim Schießen und steht schon im Anker und schießt eine schöne 10. Konstante 10. Wie auch im letzten Satz schon gesehen. Ja. Da der erste Zehner, der sitzt immer. Ja. Ja, spannend, ob sie das dann weiter so beibehalten. Der Trainer freut sich jetzt natürlich auch schon darüber. Spannend, was der schießt. Das war ebenfalls eine 10, zumindest jetzt Eversberg. Tolle Leistung, 20 dran und geholt. Es steht bis jetzt 20-20. Weg Müller, gerade eben im Anker. Schöner roter Bogen. Ja. Und mit einer. Ja, was war's? Auch müsste auch eine 10 gewesen sein. Ja, es könnte auch eine 9 sein. Schwierig zu sagen, war knapp dran. Ja, Karating aber auch mit 2 Zehnern jetzt schon. Ja, und ich vermute auch mal im dritten. Und einer 9, also dieses Mal war es jetzt eine 29. Ja, und verrissen bei Ebersberg, das war ein M bei Ebersberg. Das war jetzt somit können sie maximal 50 Punkte holen. Und somit ist eigentlich der Schatzsatz geschenkt an Karating. Ja. Wenn jetzt Karating nicht auch noch ein M schießt, ist das ein sicherer Sieg für Karating mit einer 4-0. Der Schnitt nützt dann auch 13er nichts, wenn man eine 0 schießt. Aber man hat es dem Schützen schon angesehen, dass das nichts wird. Das der kann vorne passieren. Der hat vorne in der Hand schon ein bisschen so rumgezuckt, bevor er überschossen hat. Vielleicht die Sehne entglitten. Ja, kann natürlich sein, aber der hat es davor schon nicht getaucht. Das hat man gesehen. Ja, ja, das kann passieren, aber wie gesagt, eine 0. Das ist natürlich sehr ärgerlich in der Bundesliga. Da ist natürlich gleich der Satz verloren. Ja. Rieser Felix, wieder einen 9 geschossen und der letzte Schuss von ihm jetzt ist eine 8 oder 9, sehe ich jetzt leider nicht genau. Eine 8 hoch dürfte das sein. Aber nichtsdestotrotz mit einer 56 gewinnt man trotzdem, wenn der andere nur 49 hat. Auf jeden Fall. Wenn aber BSG Eversberg jetzt nicht die 0 geschossen hätte, zum Beispiel eine 9, dann wäre das anders. Sie natürlich da hätten sie eine 2-2 locker gewinnen können. Ja. Ärgerlich. Ja, klar. Für Eversberg auf jeden Fall. Vor allem selber persönlich. Das passiert. Sieht man den schon an. Was man noch anmerken muss, dass hier die ganze Schießhalle ist eigentlich nur eine normale Sporthalle. Das heißt, am Tag davor müssen wir alles aufbauen, die ganzen Sitze, die Schießscheiben, die jetzt hier in den Garagen drin stehen. Und jetzt halt unterhalten sich einfach mal die Trainer und sind scheinbar sehr amüsiert darüber. Und jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema über die Halle. Es ist halt ein extremer Aufwand am Tag davor, das aufzubauen, und heute Abend wird das Ganze noch wieder abgebaut, damit es morgen wieder normal verwendet werden kann. Auch die Teppiche müssen jetzt extra ausgelegt werden und vor allem die Markierungen, die Kabel müssen verlegt werden. Das ist wirklich auf jeden Fall. Also wirklich? Auf jeden Fall. Und jetzt die Fans sind schon wieder am Applaudieren und hoffen natürlich auf ein klares 6-0 für Karatinges. Also man hofft es natürlich für die eigene Mannschaft natürlich, dass der eigene Verein hier mit einer 6-0 rausgeht, aber da sage ich, dass es hier Fairness sein muss zwischen den beiden Teams. Also wenn jetzt natürlich Eversberg das hier rausreißt und dann zum Beispiel eine 6-4 gewinnt, ist es natürlich denen auch vollkommen vergönnt. Auf jeden Fall. Und dahingehend bin ich mal jetzt echt gespannt, was jetzt im dritten Satz noch geschossen wird. Das wäre jetzt schon verdient. Wird mal spannend werden. Schützen warten gerade noch. Ja. Und da sieht ihr schon eine gewisse Ruhe an, dass sie recht entspannt da reingehen können, da jetzt halt ja mit 4-Ring Vorsprung ist halt keine. Moritz Wieser geht gerade nochmal in sich und konzentriert sich drauf, dass wenn er jetzt vorne steht, dass er wieder 1-2 Zehner schießt, das wäre super. Das kann er ja. Kann er natürlich schon von der WM her, weil da ist es ja nur mein enorm viel größerer Druck, dass das hier eigentlich dann kein Problem darstellen dürfte. Wir hoffen es mal und dass jetzt auch einfach beide Mannschaften ihr Bestes geben können. Auf jeden Fall. Ohne großartige Ausfälle. Ja, derzeit wird gerade vom Kampfrichter der Platz wieder freigegeben und es kann beginnen in wenigen Sekunden. Und da piept es auch schon. Es geht los. Moritz Wieser tritt nach vorne, legt den Pfeil ein. Jetzt wurde beim BSG Eversberg scheinbar die Schießaufstellung verändert, dass der Schütze, der vorhin ein M geschossen hat, nun als erster schießt und
unter Umständen weniger Druck auf ihm lastet. Das muss man auch sagen. Der Schütze, der als letztes schießt, der hat den größten Zeitdruck. Ja, weil klar. Ihm geht natürlich das die Zeit ab, wenn jemand vor ihm ja, klar. mehr Zeit gebraucht hat. Ist dann teilweise auch eine Abwägungsfrage, ob man jetzt noch absetzt, also wenn man genau. zurückgeht und den Schuss neu macht oder jetzt halt einfach schießt. Moritz Wieser wieder stabil im Anker drin. Es klickt. Hat er etwas länger gebraucht. Ah, ist eine 9 oder 8 hoch. Aber trotzdem eine 19 oder 18 bei Tarating aktuell. Ebersberg setzt dann mit 2 Zehnern nach. Eine super Leistung. Das wäre jetzt abzuwarten, was nun kommt. Es kann noch alles entschieden werden. Auf jeden Fall wird es hier sehr spannend werden für die letzten Schuss. Oder Peter? Kati hat eine 10 unten geschossen, also die nehmen sich jetzt beide echt nichts. Jetzt steht aktuell 29 zu 29. Wir stehen 54 Sekunden auf der Zeit. Kati setzt zum zweiten Schuss an. Und sie zieht ganz entspannt durch den Klicker. Schöner Schuss, auf jeden Fall. Aber es ist ein 9 oder eine 8 tief. Ich sehe es jetzt leider nicht genau. Eindeutig eine 9. Dürfte es darstellen. Jetzt die letzten beiden Pfeile. Also Tarting ist jetzt ein Ring im Rückstand. Und jetzt wird auch zu warten, ob Felix Wieser das ausgleichen kann. Oder ob Ebersberg den Satz für sich gewonnen hat. Und das war eine 10 von Tarting. Somit liegt es jetzt gleich auf. Ja, auf jeden Fall. Die Zeit sagt an 16 Sekunden. Das ist etwas weniger als jetzt 20 Sekunden. Das dürfte Fall. Kein Problem darstellen. Aber er steht eh schon im Anker. Felix Wieser braucht etwas länger. Schießt und hat eine. Was war seine 10? Er ist der Sieger mit 58 zu 57 mit dem aktuellen Ergebnis. Natürlich. Und mit einer 6 zu 0. Die Leute hier vor Ort feiern regelrecht. Ja, man freut sich. Stimmung, aber Felix freut sich auch. Also wie es aussieht, hat FSG Tarating gegen Ebersberg mit einer 6 zu 0 gewonnen. Ja. Und das ist eine super Leistung von ja, beiden Teams. Klar. Ist natürlich, freuen sich die Schützen und können sozusagen und jetzt mit einer super Leistung den Wettkampf heute beendet. Also das war jetzt, soweit ich das jetzt gesehen habe, der letzte Wettkampf. Die beiden Trainer von Ebersberg und Tarating stehen zusammen. Wir beobachten wahrscheinlich kritisch das Ergebnis. Ja, ausdruckslos beide. Naja. Sehen wir uns mal das Ergebnis bei Ebersberg an. Ja, das sind unrüttelbar. Sind das aber 57. eine 57 ist trotzdem ja, klar. nicht ist immer noch super. Also das ist ein Top-Ergebnis. Man sieht ja keine einzige 8, also entweder 9er oder 10er. Also ja, 3 9er dürften das sind das. Eine Top-Sache. Auf jeden Fall. Und da merkt man ja auch immer, dass das gezogen werden, die Pfeile müssen ja auch gezogen werden. Die kommen dann teilweise nicht mehr mit der Hand raus. Da braucht man ja, so einen Falzier. Ja, da haben die so einen, genau, so einen Falzier, so einen aus Silikon oder also gummiartigen Zier, damit man den Pfeil besser greifen kann und damit man sich eben nicht die Hände kaputt macht, weil der Pfeil eben da sehr dünn ist. Mhm. Und somit kriegt man die aus den harten Scheiben raus. Übrigens Scheiben. Was gibt es denn überhaupt für Scheiben? Es gibt natürlich jetzt halt unterschiedliche Arten von Scheiben. Welche denn heute? Heute sind so Plastikscheiben. Das ist wie ein Schaumstoff, der mehrschichtig aufgebaut ist, nach hinten immer härter wird und somit dann halt den Pfeil langsam abbremst. Aber es gibt natürlich auch die Strohscheiben, die fast weiter verbreitet sind zu den normalen Trainings und die sind halt einfach sozusagen gepresstes Stroh, das den Pfeil auch aufhält, aber die Strohscheiben machen etwas mehr Dreck. Ja. Somit sind die Plastikscheiben besser geeignet für zum Beispiel jetzt halt Ligaschießen. Aber ich habe gehört, draußen schießt man eher Strohscheiben, oder? Ja, das schon. Weil sie natürlich jetzt halt auch, wenn es nass werden, sind die Plastikscheiben furchtbar, weil dann kriegt die Pfeile teilweise nicht mehr raus. Mhm. Und dementsprechend... Ach, weil der Pfeil dann so festgesaugt wird, oder? Ja, okay. Es wird dann schwierig. So, jetzt kommt es nochmal zu den vielleicht letzten Satz für Vogel Östringen, Ditzingen, Willingen, Schwenningen und Freiburg. Das kann sich jetzt alles entscheiden. Oder wir dürfen noch ein fünftes Mal schießen dann. Unsere Schützen könnten jetzt theoretisch auch schon zum Abbauen gehen, aber ich denke mal, sie wollen uns zuschauen. Gerade aktuell sehen wir den Vogel Östringen gegen den SG Ditzingen. Nee, oder? Den Willingen-Schwenningen gegen den Freiburg. Ah, gegen Willingen-Schwenningen gegen Freiburg. Ja. Okay. Willingen-Schwenningen setzt an mit einer 9 und Freiburg mit einer 10. Und da geht es jetzt natürlich auch um den Ring. Es wird hart umkämpft sozusagen. Jetzt ist sowieso die letzten beiden, oder der vierte Satz, der vorletzte Satz, der möglich wäre, um da noch irgendwas rauszureißen. Also Willingen-Schwenningen müsste jetzt nochmal ordentlich nachlegen, um hier eben eine 3 zu 5 damit auszugleichen und um maximal im fünften Satz eben ein Unentschieden auszugleichen. Ja. Also mehr ist da nicht. Verlieren möglich. Kann Freiburg sozusagen nicht mehr. Genau.
höchstens nur noch ein Punktegleichstand. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Gerade eben sehen wir unsere Schützen. Freuen sich natürlich über ihren Sieg. Es werden Fotos gemacht, ja. Unterhalten mit Ebersberg. Und vor den Scheiben wird am Ende meistens auch noch ein Mannschaftsfoto gemacht. Und so zwischen Villingen und Schwenningen und Freiburg steht es bis jetzt für Villingen und Schwenningen recht gut. Und bei Vogel Oestringen und Ditzingen ist Vogel Oestringen nur ganz knapp mit einem Ring Vorsprung. Ditzingen hat jetzt hier 4 Neuner geschossen. Die sollten langsam 2 Zehner schießen, sonst wird das eine ganz schön knappe Sache. Auf jeden Fall. Vogel Oestringen. Und weil die Kameras ja nur auf Scheibe 1 und 2 sind, sehen wir die aktuell jetzt nur aus einer anderen Perspektive. Ja. Und wie es jetzt aussieht, hat Neumarkt und Welzheim sind ja auch schon fertig. Mit einem 6:0 hat da Welzheim gewonnen. Okay. Und die letzten Pfeile von Villingen-Schwenningen sind hier eine 10 mit einer 59:54 gegen den Freiburg. Und somit steht es 3:5. Villingen-Schwenningen konnte da nochmal auf jeden Fall was rausreißen. Jetzt und bei Vogel Oestringen und Ditzingen hat Vogel Oestringen jetzt halt das Match beenden können mit 56:50 Ringen. Das ist eine klare Sache. Da steht 6:2 für den Vogel Oestringen. Jetzt wird es mal spannend bei dem letzten Satz. Der letzte Satz und finale Satz jetzt von Villingen-Schwenningen gegen den SG Freiburg. Das kann, wie gesagt, nun unentschieden werden. Sind wir ganz schön gespannt. Aktuell sind alle Mannschaften fertig. Das sind die letzten beiden, die noch schießen dürfen. Und wir warten mal ab, was jetzt die finalen Ergebnisse sind. So, jetzt dürfen wir mal ein bisschen warten, bis die Schiedsrichter wieder die Scheiben freigegeben haben und alle Ergebnisse aufgeschrieben wurden. Und jetzt auch noch stehen die Schützen, also besser die Spotter, müssen auch noch immer nach vorne mitgehen zu den Scheiben, um mögliche Veränderungen auch noch an der digitalen Eingabe vornehmen zu können. Und zu bestätigen natürlich, falls es richtig ist. So, die Satztabelle zeigt an, dass jetzt nur noch zwischen Bethenwillingen, Schwenningen und Freiburg geschossen werden muss und alle anderen Mannschaften bereits fertig sind mit diesem letzten Match. So, jetzt die Schützen gehen gerade zurück. Der Schiedsrichter prüft, ob alle hinter der Linie sind. Dann gibt er das Zeichen, dass wieder gestartet werden kann. Und der letzte Satz geht jetzt dann auch gleich los. Auf jeden Fall. Es piept, die 10 Sekunden Vorlaufzeit laufen runter. Und dann ist es ganz entscheidend, wer jetzt aus diesem Match entscheidend rausgeht. Jetzt haben wir nochmal eine Ansicht von den Mannschaften und von den Schützen natürlich auch. Leider können wir die Scheiben vorne nicht anzeigen, da wir dort keine Kameras haben. Aktuell ja 3:5 für den Freiburg. SG Freiburg, genau. Ja. Im Anker stehen beide gerade drin. Und beide stehen sehr ruhig da. Gerade aber ein etwas unruhiger Schuss von SG Freiburg. Ja. Beide ziemlich stark unterwegs. Mit einem SG Freiburg hat eine 9 geschossen, der Willingen Schwenningen eine 10. Und somit kann es entweder nur noch auf Gleichstand oder ein Sieg für Freiburg hinauslaufen. Der SG Freiburg hat gerade eben eine 8 geschossen, somit mit 17:20 Punkten, denn Willingen-Schwenningen hat gerade noch eine 10 geschossen und führt somit mit 3 Ringen. Das heißt, dass ich mal von einem Gleichstand ausgehe, falls nichts schief läuft für Willingen-Schwenningen. Aber jetzt hat Freiburg nochmal mit einer starken 10 nachgelegt. Trotzdem immer noch mit 3 Punkten im Rückstand, wenn jetzt nochmal genau und wie es der Fall ist, eine 10 geschossen hat. 30:27. Es wird spannend, auf jeden Fall. Links im Bild können wir auch nochmal unsere Beobachter sehen, die dann mit dem Fernglas der Scheibe vorschauen. Die und machen die absolut einen tollen Job heute und auf jeden Fall haben da immer sehr zuverlässige Ergebnisse geliefert. 40 Punkte, also 4 Zehner für den BC Willingen-Schwenningen. Also die setzen jetzt wirklich nochmal alles dran, damit die eben eine 5:5 raushauen und die nicht dieses Match komplett verlieren, sondern es zu einem Punktegleichstand kommt. Ja. Wodurch beide Mannschaften einen Punkt Tabellenpunkt bekommen. Genau, einen Tabellenpunkt. Und noch eine 10. Noch eine 10 wenn Willingen-Schwenningen jetzt noch eine 10 schießt, dann haben sie 60 Ringe. Von 60 möglichen vor allem. Absolut, also das wäre das Beste, was jetzt eben passieren könnte. SG Freiburg hat eine 47. Und Willingen-Schwenningen hat eine 9 Reaktion geschossen. Eine 59. Das haben wir schon in der Reaktion 56. Der Schützen gesehen. Man merkt, dass der
Schütze von Willingen scheint sich leicht ärgert. Ja. Aber nichtsdestotrotz eine tolle Leistung, ja, mit 59 zu 56. Es steht 5 zu 5. Und das war jetzt das Ende. Ganz genau, das war jetzt das Ende von diesem Match. Und somit allen Matches heute. Die Ergebnisse, die heute geschossen wurden, sind absolut toll. Und wir kriegen auch bald die Ergebnisse, wie die finale Tabelle aussieht und wer jetzt führt mit wie vielen Punkten. Auf jeden Fall, das werden wir Ihnen dann nochmal genau vorstellen. Gerade eben ist es angezeigt worden und der FSG Tarating führt mit aktuell 20 Punkten. Wir warten ja noch auf eine finale Bestätigung. Dass die ganze Liste auch stimmt. Ob es noch in der Tabelle Änderungen gibt. Aber davon gehen wir nicht aus. Also aktuell führt der FSG Tarating auf Platz 1, ganz knapp hinter dem SGI Welzheim mit 19 Punkten. Genau. Und auf Platz 3 aktuell der BSG Ebersberg. Ja, und danach BS Neumarkt mit 13 Punkten. Dann ich denke mal, da nimmt sich jetzt nichts mehr, also das bleibt alles jetzt gleich. Aber Willingen, Schwenningen und Ditzingen, das ist sozusagen die Punktegleichstand, aber schon seit längerer Zeit. Ja, da müssen wir nochmal schauen jetzt, wer final welchen Platz jetzt einnimmt in der Tabelle. Ja. Und dann auf dem 5. Und das ist jetzt das finale Ergebnis. Da hat sich jetzt nichts mehr getan. Also Willingen-Schwenningen auf Platz 5. Auf dem Platz 6 ist der SGI Ditzingen. Auf Platz 7 SG Freiburg. Und auf dem SSG Vogel Östringen wohl auf dem 8. Platz. Nein, auf dem gleichen Platz. Auf dem gleichen Platz? Auf dem 7. Auf dem 7. Kompletter Punktegleichstand. Was heißt das jetzt denn? Weil du ja vor uns gesagt hast, dass ja dann eine Mannschaft gegebenenfalls absteigt. Was würde das jetzt heißen? Das ist ja noch nicht das Finale. Das war ja erst der zweite Wettkampftag. Okay. Folgen und jetzt dann am letzten Wettkampftag wird dann final entschieden, wer wohl absteigen wird, oder? Ja. Ach so. Und das Finale findet dann wieder in Wiesbaden statt, Wiesbaden, wie auch letztes Jahr. Das war jetzt sozusagen der komplette Wettkampf und jetzt kommen wir noch